Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Ausstellungsgespräch, ein Gespräch zu der Ausstellung in der Belle Etage der Heinrich-Böll-Stiftung hier in Berlin. Eine Ausstellung, die in verschiedenen Porträts Menschen aus der Ukraine zeigt, Schwule, Lesbische, Transmenschen, Bisexuelle, Vertreterinnen der LGBTIQ-Community in der Ukraine. Es ist eine interessante, eine spannende Ausstellung, denn sie spiegelt noch mal wieder, was wir häufig noch nicht genügend über die Ukraine wissen, eine lange Zeit leider fast übersehenes Land, nämlich die Vielfältigkeit, die Buntheit, die unterschiedlichen Regionen, unterschiedlichen kulturellen Prägungen, sozialen Gruppen, sexuelle Minderheiten. Ein sehr buntes Land, sehr tatkräftig, mit einer entsprechend auch sehr aktiven Zivilgesellschaft, mit der wir insbesondere in Kiew als Heinrich-Böll-Stiftung zusammenarbeiten. Und ich denke, das werden auch unsere Gäste heute Abend noch einmal bezeugen. Vom Zeitmanagement der Veranstaltung habe ich leider ein ganz striktes Regime bekommen. Rigide Vorgaben. Wir haben gerade mal 20 Minuten Zeit für unser Gespräch mit drei Gästen. Und ich werde mich bemühen, ganz schnell das Wort weiterzureichen. Als Ersten begrüße ich hier Eduard aus Kiew hierher gekommen, was ja ein weiter und beschwerlicher Weg derzeit ist, mit dem Zug und mit dem Bus. Eduard stammt ursprünglich aus Dnipro, ist stark engagiert für die ukrainische LGBTIQ-Community-Gemeinschaft, ist Projektassistent bei der Kiew Pride. Und er ist einer derjenigen, die auch in dieser Ausstellung hier porträtiert werden. Als ich das letzte Mal bei der Kiew Pride, das war vor dem Angriffskrieg, dem russischen Aggressionskrieg gegen die Ukraine, in Kiew war, war das eigentlich ein relativ entspanntes Bild. Und ich erinnere mich noch, es gab keine große Aufregung und am Rande des Schewtschenko-Parks standen ganz viele Polizisten, Polizistinnen, die eigentlich ziemlich gelangweilt waren, weil sie kaum gebraucht wurden. Ist das tatsächlich, was jetzt die LGBTIQ-Gemeinschaft in der Ukraine betrifft, ist das typisch oder täuscht dieses Bild? Wie ist die Situation im Lande? Ich kann sagen, die Situation in der Ukraine wird immer besser, jedes Jahr. Unser letztes Pride war 2021. Im September, wir hatten 7.000 Menschen als Teilnehmer. 2019 waren das 9.000 Menschen beim Pride. Natürlich gibt es oder gab es Angriffe von homophoben Gruppen. Diese Gruppen gibt es in jedem Land der Welt. Ich würde sogar sagen, ich bin gereist in Europa dieses Jahr, letztes Jahr. Ich habe unser Pride promotet und ich habe gesehen, größere Probleme mit radikalen Gruppen in anderen Ländern als in der Ukraine. Natürlich, die Situation des Prides jetzt bei uns ist nicht so wie in Deutschland, wo es überhaupt keine Polizei gibt oder kaum Polizei. Aber wir gehen in diese richtige Richtung. Und heutzutage, Pride, es geht um Rechte. Es geht um einen Protest, es geht um eine Demo. Wir haben Arbeit mit den neuen Gesetzen, zivile Partnerschaften zum Beispiel, auch Verbrechen, Hate Speech und so ähnliches. Also wir warten auf die Zeit, wo so ein Pride in der Ukraine zu so einem Fest wird, wie es in den europäischen Ländern ist. Ja, darauf warten wir richtig. Leider ist ja in der Ukraine jetzt auch ein Kriegszustand. Einer der Porträtierten hier in der Ausstellung hat gesagt, der Krieg ist, ich zitiere, der höchste Ausdruck eines patriarchalischen Systems. Durch den Krieg werden ja auch tradierte Geschlechtsbilder wieder hochgebracht. Welche Folgen hat denn der Krieg jetzt schon absehbar für Ihre Gemeinschaft in der Ukraine? Ja, das ist so. Ich habe gehört, das habe ich in vielen Ländern gehört von Aktivisten, Journalisten, dass der Krieg, das ist eben Ausdruck von dem patriarchalen System. Aber wir sehen auch hier in der Ausstellung, im Krieg kämpfen auch Queermenschen, Nonbinäre, Lesben, Transgendern und so weiter. Das heißt, viele, viele Menschen, die
nicht mit diesem System zu tun haben, mit dem patriarchalen System, haben die Waffen in die Hand genommen und kämpfen für ihr Land. Ich glaube, die Folgen werden sehr gut sein für uns. Wir sehen jetzt schon diese Veränderungen. Es geht viel schneller. Die Gesetze werden viel schneller verabschiedet. Zum Beispiel die Istanbuler Konvention wurde unterzeichnet. Man hat lange darauf gewartet. Also die Menschen in der Ukraine verstehen, dass diese homophobe Stimmungen zu uns aus Russland kommen, aus unserer sowjetischen Vergangenheit. Und wir wollen darauf verzichten und wir wollen das von uns, uns davon distanzieren. Ne? Das heißt, das verändert auch zum Positiven die Einstellung zum Queer-Menschen, Trans und so weiter. In der Ausstellung sind auch einige Vertreter, Vertreterinnen dabei, die tatsächlich in der Armee oder in der Territorialverteidigung kämpfen oder bereit sind zum Kämpfen. Nach Ihrem Wissen, inwiefern gibt es denn da viele Fälle in der Armee beispielsweise von Diskriminierung oder besteht eine große Offenheit für alle, die die Ukraine verteidigen wollen? Leider ist die Armee nicht offen. Nicht offen, weil also die hohen Posten in der Verteidigungsministerium, die Menschen dort versuchen ein Projekt zu stoppen über zivile Partnerschaften in der Ukraine. Wir bitten alle hier im Raum, vielleicht sind Sie hier Leute aus der Regierung, sozusagen ein bisschen unsere Regierung zu pushen, damit sie verstehen, dass die LGBTK-Plus-Menschen für ihr Land kämpfen. Wir haben auch Militärangehörigen, die kämpfen. Es gibt hier auch einige Fotos von ihnen. Und das ist so ein Verein oder Organisation. Sie helfen den Militärangehörigen, wenn sie diskriminiert werden. Wenn zum Beispiel ein Offizier homophob oder transphob ist, dann kann dieser Militärangehörige oder Angehörige woanders sich versetzen lassen. Also im Moment sieht es so aus. Vielen Dank. Ich hoffe, dass viele in der Regierung, aus der Regierung hier dabei sind und zugehört haben, jetzt auch. Eine letzte Frage erst einmal, was die Zeit nach dem Krieg betrifft. Nachkriegsgesellschaften, wir hoffen, dass der Zustand möglichst bald eintritt. Nachkriegsgesellschaften sind sehr schwierige Gesellschaften auch. Befürchten Sie denn vielleicht auch eine Art von Backlash, einen Rückfall, was die Toleranz gegenüber verschiedenen Minderheiten in der Gesellschaft bedeutet? Und was kann man tun, damit das nicht der Fall sein wird? Ja, natürlich, es gibt solche Befürchtungen, klar, das ist logisch. Aber wir arbeiten viel, viel daran. Alle unsere Organisationen, LGBTK+, ich bin aus Kiew gekommen für 2 Tage. Wir alle arbeiten daran, um vorzubeugen. Wir engagieren sich, wir machen größte Bemühungen, dass nach dem Sieg über Russland nichts davon zu uns zurückkommt, von diesem Patriarchalen. Es gibt zum Beispiel großen Einfluss von amerikanischen Kirchen wie oft in Osteuropa. Das ist auch etwas, wogegen wir jetzt kämpfen. Es gibt einen Gesetzesentwurf. Wir möchten, dass die Ukraine nach vorne geht und dass es einfach nur besser wird in unserem Land. Vielen, vielen Dank. Wir kommen zum zweiten Gast. Ich darf Sibylle von Tiedemann hierher bitten. Vielen Dank, Edward, und nochmal großen Dank auch für die großen Dank auch für die sicherlich erheblich anstrengende und lange Reise. Wir drücken die Daumen für Ihre Arbeit in Kiew. Sibylle von Tiedemann ist heute Abend auch bei uns. Sibylle von Tiedemann ist Mitbegründerin und Sprecherin der Initiative Munich Kiew. Eine Initiative, die sich dem Austausch und auch der gegenseitigen Unterstützung von Aktivistinnen in der Ukraine und in Deutschland verschrieben hat. Außerdem ist sie Slawistin, Historikerin, kennt die Ukraine sehr gut, war beispielsweise
im Dezember letzten Jahres für einen ganzen Monat in Kiew, Kharkiv und Odessa. Aus Ihrer Perspektive, das ist jetzt ein bisschen auch die Perspektive aus, von außen, aus Deutschland, was hat Sie damals und was auch jetzt noch beeindruckt Sie ganz besonders, wenn Sie gerade auch auf die Situation der Minderheiten, der LGBTIQ-Gemeinschaft in der Ukraine schauen? Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich auch hier sprechen darf. Was mich sehr beeindruckt, was die Aktivistinnen und Aktivisten anbelangt, ist, dass sie wirklich seit Jahren einen harten Kampf führen, an der Front sozusagen. Es ist jetzt schwierig in Zeiten des Krieges, diesen Ausdruck zu verwenden, aber an einer herausgehobenen Position Sichtbarkeit zu schaffen für LGBTIQ in der Ukraine, heißt gleichzeitig, dass man selber verwundbar und verletzlich wird. Und das finde ich sehr beeindruckend, auch für uns hier in Deutschland, zu sehen, es braucht diese Menschen und sie haben in einer unglaublich kurzen Zeit sehr, sehr viel erreicht. Sie haben ja selber die Zahlen vorhin oder Edward hat sie genannt, was den Breit anbelangt. Das ist jetzt allgemein gesprochen und was jetzt die Kriegszeiten anbelangt, dass die Menschen, für mich das eindrucksvollste Statement war von Anna Scharigina aus Kharkiv. Kharkiv, Sie alle wissen, es ist eine sehr stark bombardierte Stadt und man könnte meinen, dass man jetzt den Krieg an erster Stelle stellt und sich damit beschäftigen muss. Und es gab im September einen Breit in Kharkiv und die Anna hat zu mir, ich saß in ihrer Küche, gesagt, wir können nicht aufhören mit dem Breit, weil die Leute vergessen uns sonst, LGBTIQ. Wir müssen es trotzdem machen. Wir müssen um den Krieg uns kümmern und uns verteidigen, aber wir müssen gleichzeitig auch für LGBTIQ-Rechte kämpfen. Und das fand ich wirklich eindrucksvoll. Das ist ein ganz wichtiges Moment bei vielen der Porträtierten auch und in den Texten hier in der Ausstellung, Sichtbarkeit. Wir müssen weiter sichtbar sein. Was können wir auch aus deutscher, von deutscher Seite tun, um darin zu bestärken und darin zu unterstützen? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir unsere Herzen weiterhin offen haben, dass wir empathisch bleiben. Es ist schwierig, weil die Nachrichten wiederholen sich. Es kommen neue Schrecknisse dazu, wie der Staudammbruch. Und es ist natürlich psychologisch gesehen auch ein Schutzmechanismus zu sagen, ich will das jetzt nicht mehr hören, aber dass wir empathisch bleiben mit unserem Herzen, weil wir dann auch empathisch bleiben für die Menschen dort. Es ist ein Krieg, der sehr stark auch in den sozialen Medien sich abspielt, aus der Ukraine. Man kann den Leuten folgen, man kann aber auch umgekehrt. Es sind kleine Zeichen und das ist das Minimale, was man tun kann, wie eine Ausstellung hier, dass die Leute sehen, sie sind nicht vergessen, sie werden wahrgenommen in ihrem Leid. Sie werden gesehen in ihrem Kampf und natürlich wichtig ist die finanzielle Unterstützung. Man kann spenden, es gibt unterschiedlichste Organisationen und übergeordnet, ich stehe hier in der Böll-Stiftung der Grünen natürlich, das sind die Waffenlieferungen, weil kein Land wird mit Gesprächen befreit, sondern es geht um Waffen, die dann eine Situation schaffen, wo Gespräche möglich sind. Vielleicht noch mal daran angeknüpft. Es geht also um Sichtbarkeit nach außen, zum Beispiel auch mit dieser Veranstaltung, dieser Ausstellung. Nach Ihrer Erfahrung zumindest, nach Ihrem äußeren Eindruck, wie steht es denn um die Sichtbarkeit der Gemeinschaft innerhalb der Ukraine jetzt? Ist das eher sozusagen sehr sichtbar, dass viele auch kämpfen zur Landesverteidigung? Und hilft das vielleicht auch der Anerkennung der Gemeinschaft, auch vielleicht durch die, die ein bisschen skeptisch sind? Oder ist es eher so, dass es jetzt ganz andere Probleme gibt und deswegen vielleicht sogar die Belange der Gemeinschaft eher in den Hintergrund treten? Also es gibt da unterschiedliche Positionen dazu, was ich sehr eindruck, also unterschiedliche Ansichten. Die einen sagen, die Homophobie hat abgenommen, weil es jetzt viel schwerwiegendere Probleme gibt als Schwule oder Lesben oder Transmenschen, nämlich die russischen Aggressor. Die anderen sagen, dass aufgrund der Teilnahme in der Armee, und das ist wird stark wahrgenommen von LGBTIQ, die auch unterstützen, Kiew Breit war ein Butcher, nachdem Butcher befreit worden ist und hat dort Suppe hingebracht. Das sind natürlich Sachen, die wahrgenommen werden. Ich kann es jetzt nicht bewerten, was jetzt stimmt. Was mich persönlich sehr beeindruckt hat, war Zelensky, der einmal ganz deutlich gesagt hat, er macht ja jeden Tag Ansprachen. Ich empfehle es auch, da ab und zu mal reinzuhören. Er ist ein
unglaublich gut rhetorisch begabter Mensch, der wirklich gesagt hat, wir brauchen alle Menschen, die kämpfen. Und egal, wer man ist, wo man ist, mit wem man zusammenlebt, alle sind wichtig und alle sind jetzt gefragt und alle sind willkommen. Und das ist auch etwas, was man weiß aus der Forschung von Armeen, sozusagen, je mehr eine Armee repräsentiert die ganze Gesellschaft, desto besser kämpft sie. Und Selenskyj hat das verstanden und ich glaube, das strahlt tatsächlich schon in die Gesellschaft ein. Es gibt zumindest in der Ausstellung hier Beispiele von Porträtierten, die tatsächlich erzählen, dass sie, obwohl sie als Lesben auch sichtbar in der Armee tätig waren oder als Schwule, dass sie keinerlei Diskriminierung erlebt haben. Es steht aber auch, es hängt sehr stark natürlich vom Kommandeur, von den Menschen ab, denen man begegnet. Ja. Wir haben noch einen dritten Gast heute Abend. Besten Dank, Sibylle. Rostislav Zunza. Bitte sehr. Danke, Johannes. Danke, Johannes. Ist seit März 2022 in Berlin Gründer des Vereins Positive Ukrainer in Deutschland e.V. mit dem Schwerpunkt einer Arbeit der Unterstützung, Advocacy für die LGBTIQ-Gemeinschaft, insbesondere auch beim Wiederaufbau der Ukraine, der ja schon beginnt und mit Sicherheit noch viel stärker vorschreiten wird, zum Beispiel auch letztlich mit der Teilnahme an der Wiederaufbaukonferenz in London im Juni im letzten Monat. Rostislav, was wären denn Grundprinzipien des Wiederaufbaus, wie Sie sie für notwendig, des Wieder- und Neuaufbaus in der Ukraine, wie Sie sie für notwendig halten, gerade auch aus Sicht der Gemeinschaft? Ich danke dir sehr, Johannes. Ich bin wohl nicht der Gast, sondern derjenige, der in Deutschland lebt und jetzt bin ich ja fast wie Bürger. Ich habe die Zuflucht hier gefunden. Ich danke dem deutschen Volke der Bundesrepublik Deutschland dafür, dass sie uns hier aufgenommen haben. Diese Inklusion, dass die Bürger der Ukraine in den Ländern der EU die gleichen Rechte und Freiheiten genießen dürfen wie die anderen Bürger der EU, das ist das Prinzip des Wiederaufbaus unseres Landes. Wir unterstützen die europäische Integration des Landes. Freiheit, Unabhängigkeit und Demokratie, das sind die Grundprinzipien des Aufbaus. Die Inklusion in die Gesellschaft, das ist schon ein Teil des Wiederaufbaus und der Rekonstruktion der Ukraine. Gemeinschaft hier in Deutschland bestellt. Wer hilft Ihnen und woran fehlt es vielleicht auch noch? Oh. Da. Ich danke sehr für diese Frage. Das ist eine sehr nützliche Frage. Uns fehlt Partnerschaft. Leider nicht alle Organisationen und nicht alle Verwaltungen und Regierungsbehörden sehen Partner in uns. Manchmal sieht man uns wie Flüchtlinge, die Hilfe brauchen. Nicht immer gibt es gleiche Behandlung auf der Augenhöhe. Wir rufen viele auf und die Verwaltungsbehörden in erster Linie in uns Partner zu sehen. Manchmal fehlt das uns. Viele Regierungs- oder Verwaltungsvertreter, vielleicht Vertreterinnen auch heute hier sind und das gehört haben. Eine letzte Frage. Wir haben schon kurz angesprochen darauf, wie sich die Gesellschaft verändert durch den Krieg und was auch nach einem Kriegsende zu erwarten ist. Welche Schwierigkeiten sehen Sie, was insbesondere die LGBTIQ-Gemeinschaft betrifft, für die Zeit nach dem Krieg? Und wie kann man sich am besten dafür rüsten? Na, sehen Sie, das ist eine schwere Frage, die werde ich in kurzer Zeit nicht beantworten können. Das ist ein hybrider Krieg. Manchmal ist der Krieg da, wo man den nicht erwartet. Das ist der Krieg mit Informationen, mit Manipulation, nicht immer mit Waffen. Der Krieg gegen uns, gegen die Ukrainer von der russischen Maschinerie ist vielfältig. Andererseits, zum Schluss danke ich der Heinrich-Böll-Stiftung für die Organisation dieser Ausstellung.
Als wir diese Idee hatten, gab es nicht immer Platz für die Ausstellung. Und die Heinrich-Böll-Stiftung hat uns zugesagt, hat viel Arbeit übernommen. Wir danken Ihnen und ebenso den Grünen im Berliner Senat für unsere Treffen, Gespräche, für das Monitoring unserer Situation. Danke ebenso, dass Sie heute bei uns sind und Ihnen, Johannes, für die wunderbare Moderation. Wir haben jetzt natürlich mit unseren Gästen eben Stimmen gerade auch von den Organisatorinnen dieser Ausstellung gehört. Wir haben einen ziemlichen Galopp hingelegt. Das ist sehr schade. Man könnte noch viel, viel besprechen. Aber es gibt ja gleich noch eine Veranstaltung zum einen und die andere Möglichkeit auch vielleicht hier und da noch hier zumindest in den Korridoren darüber zu sprechen. Wir machen jetzt einen kurzen Moment Pause. Früher hätte man wahrscheinlich im Fernsehen gesagt, bleiben Sie dran. Mehrere Minuten warten wir und dann kommt der zweite Teil der Veranstaltung mit unserer Podiumsdiskussion. Bis dahin.